So, liebe Leute, willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um Profisportler gehen, die ketogen machen oder Low Carb machen, die es jetzt doch da draußen gibt, denn es gibt auch einen Podcast, den verlinke ich euch natürlich drunter, von Pushing Limits, Triathlon Podcast, wo Jan van Berkel entsprechend ein Interview gegeben hat. Und er ist ein Schweizer Triathlet, der jetzt beim Ironman dort entsprechend gewonnen hat und auch gleichzeitig den neuen Streckenrekord geholt hat. Und das Ganze Low Carb, ketogen. Ja, bedeutet, immer mehr Sportler kommen wahrscheinlich gerade auf den Trichter, mal Low Carb oder ketogen auszuprobieren. Und gut, wir kennen natürlich ein paar Leute, die das auch schon im Ultralaufsport gemacht haben. Und dann kommt ja immer wieder die Sache, ja, das sind ja Low-Intensity-Sportarten, da kann man das ja machen, weil man da sowieso nicht in der Kohlenhydratverbrennung ist und so weiter. Aber wenn die Leute Streckenrekorde laufen, auch im Ultrabereich, über Hügel hoch und runter, wo du zwischendurch immer wieder anaerobe und aerobe Wechsel hast, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so valide, weil du bist natürlich völlig in der Kohlenhydratverbrennung auch dann die ganze Zeit. Bedeutet also, ja, mittlerweile immer mehr Sportler probieren es aus. Team Sky hatte auch Ketonkörper als kleine Fläschchen und so weiter schon ausprobiert. Das heißt, da ist man natürlich jetzt nicht dahin gegangen und macht das regelmäßig, weil die auch ziemlich teuer sind. Aber immer mehr Sportler probieren eben zumindest Low Carb oder Ketogen mal aus und haben damit mittlerweile auch Erfolge. Warum haben sie es vielleicht vorher nicht gemacht und warum ist das Ganze jetzt erst vielleicht langsam im Kommen? Das Ganze ist einfach deshalb, erstmal haben die Leute natürlich Sponsoren. Das bedeutet, dass wenn du von Isostar gesponsert bist und so, würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, du läufst jetzt ohne Kohlenhydrate. Und du bist natürlich immer so ein bisschen gefangen in der Sache, dass Kohlenhydrate unbedingt nötig sind. So, erstmal das. Zweitens hast du natürlich auch deine Ernährungsberater und so weiter. Das bedeutet, die machen dir dann deine Ernährungspläne natürlich auch nach dem, was sie gelernt haben. Und von denen ist wahrscheinlich keiner irgendwie ein Ketogen-Experte, hat das selber mal ausprobiert und weiß auch nicht wirklich, wie er die Lebensmittel zusammenstellen soll, um die Wettkämpfe herum irgendwie machen soll und so weiter und so fort. So, drehen hier, ob das klappt. Und dementsprechend gab es für die wenigsten auch die Möglichkeiten, das gerade im Profisport wirklich auszuprobieren und wirklich mal ordentlich zu testen, weil sie natürlich auch immer Angst haben mussten quasi, dass das Ganze schief gehen kann, dass sie es nicht richtig machen. Und wenn keiner weiß, wie es richtig geht, dann probiert es natürlich auch keiner aus oder bekommen die Leute natürlich auch nicht die Vorschläge, das mal auszuprobieren. Bei ihm, könnt ihr im Podcast jetzt anhören, war es eben so, dass er da einen Ernährungsberater hatte, der sich mit Low Carb oder Ketogen eben entsprechend Wissen auskennt, hat das Ganze eben einfach dann für ihn gemacht, ausprobiert über das letzte Jahr und er ist überall neue Bestzeiten gelaufen, Rad gefahren und hat jetzt eben auch den Streckenrekord und den Ironman eben geholt. In der Schweiz, in Zürich war es, glaube ich. Und das könnt ihr euch natürlich gerne anhören. Und das, was er berichtet, ist eben genau das, was ich euch auch immer erzähle. Dass natürlich, klar, die Anfangszeit immer ein bisschen schwierig ist. Versuch mal hier so in die Sonne zu gehen. Aber dass sich das Ganze dann eben auch legt und dann kann man eben auch so einen Ironman ohne Kohlenhydrate, ohne Probleme überstehen. Auch schnelle Einheiten, Intervalle oder sowas. Kohlenhydrate sind dementsprechend für einen wirklich adaptierten Körper nicht nötig, sagt er auch. Und ich kenne auch immer mehr Triathleten, Triathletinnen, die entsprechend das Ganze ausprobieren und damit eben auch mal auf den Trichter kommen und sagen, scheint doch irgendwie was dran zu sein an der ganzen Sache. Und die merken einfach, dass sie die Kohlenhydrate gar nicht brauchen, dass sie deutlich weniger benötigen. Ihr habt das Interview mit Christoph vielleicht schon gesehen, der jetzt bei der Triathlon-WM in Afrika gestartet ist, der das Ganze extrem ketogen die letzten Monate durchgezogen hat mit ungefähr 20, 30 Gramm Kohlenhydrate, wenn überhaupt dann am Tag im Durchschnitt und auch dem Wettkampf selber entsprechend nicht Kohlenhydrat geladen oder ähnliches gefahren ist. Und wir haben natürlich noch einige andere Dinge verändert, wie Koffein vorher rausgenommen und solche Sachen. Aber das könnt ihr auf Patreon, wenn euch das interessiert, gerne dann auch nochmal anhören. Ja, ich glaube, dass in nächster Zeit
oder in den Jahren jetzt, wenn sich das so langsam rumspricht, dass immer mehr Leute einfach mal die Sache ausprobieren werden, dass immer mehr Leute, auch Profisportler, entsprechend die ketogene Ernährung einfach mal testen werden und dann ihr Fazit ziehen, sind sie damit besser geworden oder nicht. Man muss natürlich einiges berücksichtigen. Jetzt kommt hier so scheiß Wind. Ich hoffe, das geht. Deshalb drehe ich wieder um. Man muss natürlich einige Sachen berücksichtigen, gerade im Profisport, dass du natürlich solche Sachen nicht gerade dann ausprobierst, wenn jetzt dein Hauptwettkampf oder sowas in den nächsten 1-2 Monaten ist. Das ist natürlich auch klar, dass man sowas zum Beispiel erst Off-Season ausprobiert, über den Winter, so wie es Christoph eben gemacht hat. Und dass man da eben auch genau wissen sollte, was tut man, was isst man, wann isst man was und wie kann man die Umstellungsphase besser gestalten, wie kann man das Training entsprechend anpassen, solche Dinge. Und das können die Profis aktuell eben nicht, weil das Wissen einfach nicht da ist und auch die ganzen Ernährungsberater das Wissen dafür einfach nicht haben, weil sie es nie gelernt haben und nie ausprobiert haben. Und deshalb ist es eben auch wichtig, solche Sachen, wie ich es jetzt eben mache, die letzten 5 Jahre schon, eben in verschiedenen Varianten auch auszuprobieren. So, wie viele Kohlenhydrate kann ich vor einem Wettkampf vielleicht, oder macht es überhaupt Sinn, Kohlenhydrate zu laden? Wie sieht's mit MCT-Öl aus? Kann ich das laden? Wie sieht's am Wettkampftag selber aus? Macht es da Sinn, ein paar Kohlenhydrate zu nehmen oder doch lieber rauszulassen? Wie sieht's mit solchen Dingen eben aus? Und das muss ich eben aufbauen über die ganzen Jahre. Wenn Ketogen erst seit 2-3 Jahren überhaupt ein Begriff ist, kann man auch nicht davon ausgehen, dass das heute auch jeder direkt machen würde. Und viele Sportler, gerade Profisportler, die erzählen natürlich auch nicht gerne darüber, was sie unbedingt machen alles, ne? Was sie alles essen, was sie vielleicht im Kleinen noch so zusätzlich in irgendeiner Weise machen. Jetzt nicht Doping oder so, sondern was weiß ich, mit irgendwelchen Supplementen oder sonstigen Dingen dann eben arbeiten. Weil es natürlich auch ein Konkurrenzgedanke ist und dementsprechend natürlich den Leuten auch nicht so lieb ist, wenn dann eben alles im Detail veröffentlicht wird quasi. Naja, das auf jeden Fall erstmal so grundsätzlich dazu. Ihr könnt euch den Podcast anhören, ist ja drunter verlinkt. Hört ihn euch einfach mal an, was ein wirklicher Profisportler, Triathlet dann eben entsprechend dazu zu sagen hat. Und ich denke mal, einen Streckenrekord zu laufen bei einem Ironman, ich denke, das sollte irgendwann auch mal genug sein, dass es dann nicht nur ein Volkstriathlet ist oder sonstiges, sondern eben jemand, der sich doch ein bisschen auskennt. Also die ganzen Leute, die da draußen immer rumbrüllen, du brauchst unbedingt Kohlenhydrate, kein Profisportler würde das ohne Kohlenhydrate machen, ist dementsprechend jetzt leider widerlegt und ich prophezeie ganz klar, dass das in den nächsten 2-3 Jahren definitiv noch mehr wird und dass immer mehr Leute das ausprobieren werden. Und in dem Zusammenhang, wer es ausprobieren möchte, als ein bisschen Eigenwerbung, der kann einfach mein Buch mal bestellen, den Keto Quickstart. Also wer einfach Bock drauf hat und sagt, ich probiere das jetzt einfach auch mal aus, über den Winter jetzt gerade, der nimmt sich das Buch, das ist eine Anleitung, 1:1, was man einfach essen kann, was man durchführen sollte und kann dann eben nach 2-3 Monaten sein Fazit ziehen. Das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Ich brauche doch meine Nudeln oder wie auch immer oder eben nicht. Und wem es dann gefällt, der bleibt dabei. Und das ist eben die Sache. Ne? Entweder ihr probiert es aus und wisst, ob euch das gefällt oder nicht oder eben nicht. Ja, wie auch immer. Es ist genauso wie bei den Trainingsmethoden. Entweder dir gefällt eine bestimmte Trainingsmethode, entweder du bist jemand, der gerne viele Intervalle macht oder was auch immer oder lange lockere Läufe oder wie auch immer, ne? Und dann nimmst du diese Trainingsmethode einfach nicht an, wenn sie dir halt nicht gefällt, aber sie kann halt trotzdem irgendwelche Vorteile natürlich immer bieten. Deshalb, hier wird's windig, nicht, dass mir noch ein Ast auf den Kopf fällt. Und dementsprechend Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Schreibt auch gerne mal unten drunter, wenn ihr den Podcast wirklich angehört habt von ihm. Und könnt natürlich auch noch gerne Ergänzungen drunter schreiben. Er geht auch nicht wirklich ins Detail, was er jetzt irgendwie großartig gegessen hat oder so. Da ist er dann doch ein bisschen bedeckt, aber er sagt eben, dass es dann ordentlich funktioniert hat. Und ansonsten, wenn euch weiterhin was interessiert, mein Buch ist natürlich auch drunter verlinkt und bei weiteren Fragen könnt ihr gerne schreiben. Also Daumen hoch, eure Kommentare unten rein, auch gerne an die Sportler da draußen.
gerne auch die Leistungssportler, die vielleicht jetzt mal aufs Video kommen. Schreibt gerne mal unten rein, wie sind eure Erfahrungen damit? Dann muss man aber folgende Dinge noch berücksichtigen. Wie lange hast du das gemacht? Was hast du zum Beispiel gegessen? Wenn man sich natürlich nur von Kokosöl ernährt, dann ist das natürlich auch nicht die richtige Variante. Und genau, was hast du vielleicht vorher gemacht und so? Einfach ein bisschen dazu schreiben. Bis zum nächsten Video. Bis dann.